Den ramme ich einfach von der Strecke. So wie man das macht. Ja, das macht einfach gar keinen Druck. So einfach mal 30 Sekunden einblenden, ey. Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten ersten Stunde. Und wie ihr seht, befinden wir uns mittendrin in Grid Autosport. Ganz genau, das Spiel ist natürlich noch nicht draußen. Was wir uns heute ansehen, ist eine Vorab-Version, eine Preview-Version auf dem PC. Und da springt auch schon das Intro an, das rufe ich mal wieder weg. Eine Preview-Version, quasi eine noch nicht fertige Version des Spiels, die ich von Codemasters erhalten habe. Und die läuft jetzt gerade auf meinem PC und daher kann ich, obwohl ich glaube ich alles auf hoch und sehr hoch gestellt habe, also ich glaube das Maximum eingestellt habe, kann ich natürlich jetzt auch immer wieder nur sagen, das ist noch nicht final, da ändert sich noch einiges und gerade ich als großer Codemasters-Fan möchte hier auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck vermitteln von diesem Spiel. Denn ich habe mich sehr, sehr auf dieses Spiel gefreut und da springt das Intro schon wieder an. Ich drücke jetzt einfach mal Start und dann erzähle ich euch einfach mal weiter, würde ich sagen. Genau, wie ihr seht, ich habe hier schon einen Spielstand, weil ich unzählige Male ausprobiert habe, das vernünftig zu capturen, dass ich das euch auch in bestem Glanz geben kann. Genau, da sind wir auch schon im Hauptmenü. Wie ich gesagt habe, ich freue mich sehr, sehr auf dieses Spiel. Ich bin ein großer, großer Grid-Fan und ein großer Autosport, Auto-Rennsport-Spiel-Fan. Und von daher wettere ich diesem Spiel entgegen. Ich finde es geil. Ich, besser gesagt, ich fand halt Grid 2 und 1 extrem gut. Grid 1 natürlich ein bisschen besser. So wie sich das gehört. Aber heute schauen wir uns Grid Autosport an. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht genau, was alles in dieser Version enthalten ist. Daher schauen wir uns Grid an. Karriere an, genau. Saison 25, Touring. Alles klar. Ich werde auch mal schauen, wenn jetzt vielleicht gleich in der ersten Stunde oder wenn jetzt absehbar ist, dass man nicht alles sieht, dann versuche ich auf jeden Fall nochmal die anderen Rennen zu zeigen. Weil ich mich insbesondere sehr auf die, ja, hier heißt es ja Open Wheels. Also, ja, man sagt halt, ja, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen, was jetzt halt Formelwagen quasi. Boah, die Sachen sehen aber schon ganz gut aus, ne? Ah, sehr schön. Ja, also hier sehen wir natürlich auch die Tourenwagen sind drin und wir befinden uns mitten in der Cockpit-Perspektive. Ja, beschleunigen, lenken, Bremse. Genau, ich habe natürlich auch hier schon ein Xbox-Controller angeschlossen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, bevor wir das hier mit Maus und Tastatur spielen. Lasst mich durch! Ah, das sieht schon ganz gut aus, alles. So. Ja, was vor allem die Grid-Serie ja immer ausgemacht hat, auch insbesondere mein Fan, ist ja, dass es quasi auch für mich persönlich, der auch gerne Simulationen spielt, eigentlich die perfekte Mischung ist aus einem Arcade-Spiel und einer Simulation. Und daher hat das einfach auch so viele Fans gefunden, weil es auf der einen Seite schon etwas einfacher ist als ein Forza oder ein Gran Turismo, aber bei weitem nicht so schwierig ist, dass das jetzt niemand spielen könnte. Oh, da haben wir schon den ersten Dreher. Oh Gott. Komm schon, komm schon. Ja, wie ihr seht, wir befinden uns gerade auch auf dem Hockenheimring, einer der lizenzierten Strecken, die das Spiel quasi hat. Und in den Tourenwagen. Und zu den Tourenwagen, da muss ich ja mal, kann ich ja mal einen kleinen Insider raushauen. Und zwar habe ich mich lange, lange gefragt, warum gibt es kein anständiges Tourenwagen-Spiel mehr? Also ein richtiges Spiel mit der DTM-Lizenz. Und dann habe ich doch tatsächlich mit einem Entwickler sprechen können, eines sehr großen Rennsport-Entwicklerstudios, der mir dann unter der Hand sagte, dass die quasi so dermaßen viel Geld dafür haben wollen für diese Lizenz, dass sie quasi eh niemand kaufen möchte. Und dass es sich gar nicht lohnen würde, daraus ein eigenes Spiel zu machen und sie quasi darauf angewiesen sind, dass man diese Lizenz in anderen Spielen verpackt. So wie man es hier macht. Und wie ihr seht, ich bin auch schon souverän auf dem zweiten Platz. Ich lasse den ersten dann nochmal so in dem Glauben, dass er das packen könnte, aber das lassen wir mal. Ja, genau, und daher bin ich sehr froh, dass es hier die Tourenwagen gibt, sehr froh, dass es hier auch so die Formel 3 quasi gibt. Und ja, also ich muss jetzt natürlich auch sagen, die ersten Momente hier bringen auf jeden Fall eine Menge Spaß. Die Cockpit-Perspektive ist zurück, was ich sehr geil finde. Ich versuche jetzt gleich mal, genau, das ist dann wahrscheinlich die Perspektive, in der, ich sag mal, doch die meisten wahrscheinlich spielen, die ferne Verfolgerperspektive.
Und wie wir auch hier sehen, wir müssen hier schon ein bisschen auf die Bremspunkte achten. Wir sehen rechts, unser ABS springt an. Das heißt, so einfach drauf los geht's auch hier nicht. Ja. So, ich werde mich mal etwas aufrechter hinsetzen, so wie man das macht, wenn es um was geht. So, ansonsten, ja, was gibt es noch großartig zu Grid Autosport zu sagen? Es kommt leider nur für die alten Konsolen. Also im Konsolenbereich natürlich nur für die älteren Konsolen. PS3 und Xbox 360. Da könnte man natürlich jetzt behaupten, dass das nur ein Ding ist, um schnell Geld zu machen, um sich quasi das richtige Grid 3 für die neuen Konsolen leisten zu können in der Entwicklung. Das wissen wir leider nicht, das weiß auch leider ich nicht. Von daher ist es leider nur eine Mutmaßung. Trotzdem bleibt es natürlich immer eine Frage, warum entwickelt man jetzt noch so ein Spiel für die älteren Konsolen? Ja. Bleibt jedem, ich sag mal, die Antwort bleibt natürlich jetzt erstmal jedem selbst überlassen, aber ich möchte natürlich jetzt nicht davon ablenken, dass ich hier grandios meinen ersten Sieg eingefahren habe oder kurz davor bin zumindest. Yes! So, das genießen wir alle mal einen kleinen Moment. Du hast nur einen Bruchteil von dem gesehen, was dich erwartet. Und jetzt machst du die ersten Schritte in deiner Motorsportkarriere. Dein Ziel? Die Teilnahme an allen Grid-Meisterschaften, die schließlich in der Grid-Legend-Serie gipfeln. Bei diesen Events können nur die besten Fahrer bestehen und es kann nur einen Sieger geben. Aber erst musst du für immer anspruchsvollere und bekanntere Teams immer schwierigere Meisterschaften in fünf verschiedenen Disziplinen bestreiten: Tourenwagen, Open Wheel, Langstrecken, Tuner und Straßenrennen. Willkommen bei der ultimativen Motorsport-Herausforderung. Willkommen bei Grid Autosport. Ja, da habt ihr es gerade schon gesehen, die Karriere besteht quasi so aus fünf Abschnitten oder aus fünf Hauptkernen. Bevor du dich in deine Ah. erste Saison stürzt, Ja. musst du deine Fahrerdetails eingeben. Ja, wie heißen wir denn? Vorname. Ah, das ist ja immer schwierig, ne? Wenn ich mir jetzt irgendeinen Namen auswähle. Der heißt, wir bleiben einfach mal bei Spieler 1, oder? Alter. Ja, wie alt sind wir denn? Ja. Ich hätte jetzt gesagt 16 bis 30, aber so 21 bis 30 passt, glaube ich, auch ganz gut. So, Deutsch. Ohne Akzent gesprochen. Männliche Namen, weibliche Namen. Ah ja, auch unser Audioname. Spitzname, komm schon, gibt es Boss? Wir nehmen Boss. So wie sich das gehört, oder? Gibt es hier Boss? Boss. Du musst EP sammeln, um mit den Alter Disziplinen auf dem Weg Schwede. zur Ah, okay. Grid-Meisterschaft voranzukommen. Die verfügbaren Einstellungen bestimmen die Zuwachsrate deiner EP. Du kannst diese Einstellungen jederzeit ändern. Genau, das ist zum Beispiel jetzt auch ein Feature, was wir so auch natürlich auch direkt aus anderen Spielen kennen. Erstes Beispiel, was mir einfällt, ist Forza. Je nachdem, was ich jetzt hier verändere, sehen wir rechts, habe ich einen anderen Zuwachs. Aber ich glaube, Schaden vollständig. Wir wollen das Ganze ja auch sehen. KI-Schwierigkeit, bleiben wir mal bei Mittel. Getriebe. Ja, da bin ich natürlich immer so eine. Ich fahre eigentlich ganz gerne mit manuell sequenziell, aber weil ich jetzt einfach hier auch die Wagen noch nicht so gut kenne, bleiben wir mal bei automatisch. Traktionskontrolle ein, ja, ABS ein, Stabilität, ja, Lenkhilfe kurbeln wir natürlich alles aus. Gesamtes HUD, können wir hier irgendwas einstellen? Nein. Rennlinie aus. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich auch glaube. Also, ich glaube, dass das Codemasters sie tatsächlich erfunden hat in. Oder. Sag mal, sie zumindest perfektioniert hat, diese 3D-Linie quasi, die man sich anzeigen kann, wann soll man bremsen, wie soll man fahren, hilft neuen Spielern sehr gut. Kameraposition beliebig, Renndauer normal, Einstellung übernehmen, gar keine Frage. Jo, ansonsten natürlich auch die Sache mit den Rückblenden, haben wir oben auch gesehen, haben wir fünf Stück pro Rennen In wahrscheinlich. jeder Saison entscheidest du dich für eine der fünf Disziplinen. Im Moment sind die Grid-Meisterschaften gesperrt. Wenn du aber in den anderen Disziplinen entsprechende Fortschritte machst, qualifizierst du dich für die Ah, nächsten okay. Grid-Meisterschaften. So, triff deine erste Entscheidung. So, jetzt können wir hier natürlich so mehrere Saisons machen, wo wir dann halt auch verschiedene Level in den unterschiedlichen Kategorien. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich freue mich auf Open Wheel, also Open Wheel. Bei Ah, sehr schön. Open-Wheel-Rennen mit leichten Hochleistungsautos geht es vor allem um Grip. Verschaffe dir im Qualifying einen Vorteil, da die Qualifying-Reihenfolge bei Events mit mehreren Rennen für die gesamte Veranstaltung gilt. Vermeide bei diesen schnellen, aber disziplinierten Rennen jeden Kontakt mit anderen Fahrzeugen und nutze den Windschatten deiner Gegner, um sie unter Druck zu setzen.
Ja, da ist natürlich. Das sind die verfügbaren Meisterschaften. Ja. Entscheidest du dich für die längere Saison, musst du zwar mehr Rennen absolvieren, sammelst in der gewählten Disziplin dafür aber mehr EP. Gut. Ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, das war natürlich auch noch ein Placeholder-Video, so wie es da stand. Das sind natürlich so eine Sachen, die dann in solchen... Ach, jetzt lass mich doch mal erzählen, Mensch! Das Teamziel musst du erreichen, um deinen Vertrag zu erfüllen und nach der Saison bessere Angebote zu erhalten. Holst du dir den Teambonus, bekommst du noch mehr EP und lukrativere Teamangebote. Bevor du das Angebot eines Teams annimmst, solltest du einen Blick auf die Details der anstehenden Saison werfen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Okay. Ah, hier. Ja, jetzt lass mich mal ganz kurz erzählen. Und zwar, ja, es war halt ein Placeholder-Video gerade. Das sind natürlich so eine Sachen, die werden natürlich geändert. Auch hier, nehmt es natürlich bitte nicht alles als Final, sondern sowas dauert natürlich immer ein bisschen. Teamkollege, Tobias Fischhof, ja. Sponsorenziele können wir hier nachgucken. Besiege den, besiege jenes. Da kriegt man natürlich unterschiedlich wieder XP für. Saisondetails. Event 1, 2 Rennen. Event 2, 2 Rennen. Ja. Ich glaube, wir haben hier einfach wenig Auswahlmöglichkeit. Daher nehmen wir den Vertrag einfach mal an. Oh, ich freue mich schon. Da haben wir auch schon eine erste Errungenschaft freigeschaltet. Wahrscheinlich unseren ersten Vertrag unterschrieben. So wie mir das Bild da unten, wie es mir das Bild deutlich macht. Ja, Formula C. Ja. Natürlich nicht lizenziert. Der Kerl ist gerade everybody's darling. Du musst vor ihm landen. Wenn du für einen Knall sorgen willst, lande vor diesen Typen. Razer Motorsport. Ja, wie ihr seht, hier gibt es eine ganze Menge. Oh. Ah, genau, wir können hier jetzt auch... Boah, okay. Puh. Okay, Upgrades. Was sind das? Eventregeln, Teamziele, Schwierigkeit. Ich würde sagen, im Interesse der Zeit mache ich jetzt mal kein Qualifying, sondern direkt das Rennen. Damit stehe ich wahrscheinlich auf dem letzten Platz. Aber, ja. Du hast Startplatz 16 und unser zweiter Wagen geht vom 13. Startplatz ins Rennen. Was auch ein schönes Ding ist... Oh, Mann! Genau. Ich kann jetzt unten links, wie ihr seht, meinem Teamkollegen... Oh, das war nicht so gut. Da schwung mal direkt zurück. Da war ich jetzt ein bisschen... So. Ich kann meinem Teamkollegen quasi sagen, wie er fahren soll. Also, ob er pushen soll, ob er halten soll. Wenn er jetzt zum Beispiel hinter mir ist, kann ich halt sagen, hier, du, verteidige die Position mal, dass ich ein bisschen Luft nach hinten habe. Sowas ist, ich sag jetzt mal... für die Länge dieser Rennen nicht wirklich entscheidend, glaube ich. Also, aber jetzt auch, ob er da auf 4 Runden halt pushen soll oder nicht, also, da wird sich schon was ändern, aber naja, das macht dann eher Sinn, wenn man jetzt so, sag jetzt mal, richtige Formelrennen fährt, die dann halt auch länger als 4 Runden sind. Aber ich schlage mich hier eigentlich schon ganz gut, ein bisschen mit den Rädern im Dreck. Bin ja auch ein großer Fan der Formula, der F1-Spiele, wie man, wie sie heißen. Natürlich auch dann, oh... Ach du Sch... Ja, die Rückblende haben wir gerade schon. Da hat man aber gerade schon ein weiteres Feature gesehen, was sie ja auch angekündigt haben. Und zwar, dass sie die KI doch sehr versucht haben, sehr realistisch zu gestalten. Und da haben wir... Oh, da haben wir gerade dann schon gesehen, dass... Ah, wie soll ich sagen? Ach Gott... Was haben wir denn da gerade gesehen? Ach Mensch, ich bin so abgelenkt. Ja, da haben wir gerade dann gesehen, dass jemand da sehr hart verteidigt hat, quasi, indem ich dann einfach hinten drauf gefahren bin. So, aber das ist ja alles langweilig, wenn man das nicht auch aus der Cockpit-Perspektive sieht. Denn so muss man ja, was heißt so muss man, aber so fahre ich halt ganz gerne Rennspiele. So ist man doch noch ein kleines bisschen näher drin und so sehen die Fahrer das ja auch. Schön, dass das unten so ein bisschen geblurrt ist. Finde ich gut. Oh Gott, komm schon. Oh, jetzt muss ich aber echt aufpassen. Wer ist denn das da vor mir? Rick Scott. Aber diese, warum ist denn der Tommy King? Warum ist der denn letzter? Haben wir den irgendwie gerammt? Waren wir das vielleicht? Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. So, schnellste Runde haben wir direkt mal geholt. Ah, 150 Meter Schild bremsen, das passt glaube ich ganz gut. Schön reinstechen. Es hat ein bisschen gescheppert. Aber das soll uns nicht weiter stören. Unser Motor ist ein bisschen orange, was auch immer das heißt.
Und unser Wagen hat langsam auch die ersten Kilometer auf. Ach du. So, oh, jetzt blendet die Sonne aber schon sehr stark, dass ich gar nicht mehr die Strecke richtig erkennen kann. So. Ja, also ich muss jetzt natürlich auch sagen, wie fühlt es sich an? Es fühlt sich eigentlich, so blöd ist es, fühlt sich an wie ein Grid. Also, man muss natürlich schon eine gewisse Grunderfahrung mitbringen. Man sollte schon das eine oder andere Rennspiel mal gespielt haben, damit man hier auch, sag mal, nicht ganz auf die Nase fällt. Aber das Spiel ist schon sehr, sehr verzeihend. Also, da kann man schon nichts zu sagen. Man kann jetzt nicht großartig, also mit den, man hat natürlich immer dazu gesagt, mit den Einstellungen, mit denen ich gerade fahre, also natürlich ein sehr einfaches Setup, sehr einfache, noch mit einigen Hilfen, was die Traktionskontrolle und das ABS vor allem angeht. Machen wir insbesondere das ABS aus, dann haben wir natürlich auch ruckzuck blockierende Vorderräder oder generell blockierende Räder, insbesondere bei solchen Wagen hier, die sehr leicht sind. Und daher immer gesagt, so wie ich es gerade fahre, die Sachen habt ihr ja gesehen, die Sachen sind definitiv, naja, auch für einen, ich sag jetzt mal, auch für einen durchschnittlichen Rennfahrer, Rennspielfahrer, zu bewältigen. So, also da ist jetzt, muss jetzt niemand Angst vor haben, so wie ich hab's halt auch schon kennengelernt, dass Leute insbesondere so vor Forza und Gran Turismo einfach, ich sag mal, einen gesunden Respekt hatten, weil sie immer gesagt haben, ach nö, das ist so Simulation und das ist mir so langweilig, ich spiele lieber Need for Speed. Für den sind aber gerade solche Spiele wie Grid etwas, weil man da einfach ein paar Dinge lernt, die man insbesondere später auch in späteren Spielen dann anwenden kann, die tendenziell schwieriger sind. Ja, der nächste uneinholbare Sieg, natürlich den ganzen der KI verschuldet, der schlechten KI. Ja, Errungenschaft eingeschaltet. So, ich glaube, da kommt jetzt noch ein Rennen, oder? Intel Motorsport. Ah, okay. Ah, ja. Weil unser Teamkollege so schlecht war. Genau. Machen wir direkt mal auch hier Rennen. Wir sollen ja was zu tun haben, vier Runden lang. Wäre ja langweilig, wenn wir einfach vorne wegfahren, oder? So, aber diesmal nehme ich doch mal diese Perspektive. Das ist ja so die, boah, wie soll ich sagen, so TV-Kamera nennt man es so bei der Formel 1. Das sind ja auch so die Übertragungsbilder, die man dann quasi. Ich habe so deinen sieht. Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Ist auch schön, wenn das so einfach wäre im Rennsport. Ich drücke einmal einen Knopf und so, ja, ich habe ihm mal gesagt, er soll mal ein bisschen ein paar Plätze gut machen. Da würden sich, glaube ich, so manche bei der Formel 1 drüber freuen. Oh, auch ein schönes Feature. Natürlich, Kleinigkeit, aber sowas gefällt mir, wenn man bremst, sieht man, wie der Kopf nach vorne rutscht. Oh, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Schaden. Sehen wir alles unten rechts? Oh ja, ich merke, ich kann den Wagen nicht mehr richtig lenken. Also er rutscht. Sondern er reagiert nach links nicht mehr so ganz und zieht ein bisschen nach rechts. Ach, herrlich. Was macht man denn lieber als mit einem kaputten Wagen fahren? Aber auch schön, wie viele Sponsoren sie drin haben. Mal richtige Sponsoren, so wie Intel, Razer haben wir schon gesehen. Finde ich ganz gut. Also prinzipiell ist es natürlich so eine Sache, er sagt bestimmt gleich was. Auch was? Noch drei Runden. Natürlich muss ich jetzt halt sagen, ich bin einfach ein Grid-Fan. Also da gibt es natürlich jetzt nichts. Das ist natürlich schon so eine Sache. Da kann ich jetzt erstmal wenig Negatives zu sagen. Wie gesagt, diese ganze Geschichte mit dem, dass es auf älteren Konsolen kommt, stört mich persönlich schon ganz erheblich. Und ich glaube, es ist halt auch für viele einfach wichtig, wie lange haben sie etwas von einem Spiel. Insbesondere ein Rennspiel, die dann ja doch, ich sag mal, einige Leute sehr schnell langweilen, weil sie dann, naja, doch nur eine Handvoll Strecken haben und nur eine. Oh. Da habe ich eine Strafe bekommen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Oh. Ja, weil sie einfach sehr schnell davon gelangweilt sind. Und sowas kann man natürlich immer erst beurteilen, wenn man das finale Spiel einfach hat. Wenn ich genau sehen kann, wie viel Umfang hat die Karriere, wie lange sitze ich da dran, wie abwechslungsreich ist das alles. Da kann ich natürlich jetzt immer nur mutmaßen. So. Aber warum zeigt er mir denn jetzt Rückblende? Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Die Strafe habe ich doch im Gang. Also, Fahrzeugzustand nicht so geil. Lücke zum nächsten Auto, top. Ach so, nein. Warte auf den richtigen Moment und zieh vorbei. Ah, okay. Dein Getriebe ist ziemlich mitgenommen. Geil.
Habt ihr das gehört? Ich kann quasi, wenn ich auf dem Digipad jetzt links und rechts drücke, was mir da angezeigt wurde, dann sagt er mir was durch. Keine Schadensmeldungen. Oh, jetzt sagt er keine Schadensmeldungen. Gerade war mein Getriebe noch ziemlich im Arsch. Ja, finde ich ganz gut. Das, aber da ist es auch so, ja, ist natürlich alt. Also kennen wir natürlich aus vielen anderen Spielen. Aber da würde ich mir wünschen, gerade sowas wie Kinect von der Xbox One oder so, da eine richtig geile Sprachsteuerung, wo ich mich mit den Leuten, oh, richtig unterhalten kann. Wo ich richtig sagen kann, ey, sag mir mal, wie ist mein Auto gerade? Und dann sagt er halt, ja, ist alles scheiße. Oder ich sage, ja, wie ist meine Rundenzeit? Ja, auch alles scheiße. Das wäre natürlich etwas, das wäre halt schon nice. Ah, ich hab doch hier schon die Führung, Kollege. Ja, so. Boah, ja, der Kopf geht halt nach vorne so beim Bremsen, das ist schon ganz cool. Ja, was könnte man noch. Ja, der Sound ist auch immer so eine Sache, die ja für viele Leute sehr entscheidend ist. Puh, da bin ich ganz ehrlich, da höre ich gar nicht immer so viel drauf. Und dann gibt's immer so Spiele, wo die Leute sagen, ja, da ist der Motorensound richtig gut. Und ich höre mir das an und sag so, ja, der ist schon gut. Und dann gibt's bei anderen Sachen, gibt's andere Spiele. Oh, ja. Oh, da ist aber auch pingelig in der Kurve, ne? So, da machen wir hier mal ein bisschen. Oh, dann gibt's andere Spiele, wo dann halt gehatet wird, wie schlecht das alles ist. Und ich denke mir so, ja, ist ja schon ziemlich schlecht. Also, ich glaube, da muss man schon richtiger Kenner für sein, richtiger Motorenkenner, um das wohl zu urteilen können. Ja, also auch jetzt wird mir die ganze Zeit noch Rückblende eingeblendet. Quasi, ich behaupte einfach mal, das ist der Preview-Version verschuldet. Ja, wissen wir doch. So, das war dann unser zweites Open-Wheel-Rennen. Ich will auch jetzt mal schauen, ob wir jetzt noch in die anderen Kategorien reinschauen. Wäre doof, wenn ich jetzt eine Stunde... Wenn ich jetzt eine Stunde lang nur Open-Wheel fahre, das will ich natürlich auch nicht. Und da haben wir auch schon direkt was hier. Besiege den. Alles gar kein Problem. Ja, dann bekommen wir EP, was jetzt aber ganz speziell nur für diese Rennklasse ist. Und in den anderen Rennklassen sammeln wir quasi nochmal eigene EP. Oh, nächstes Event. Das wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Okay, versuch mal, ob ich zurückgehen kann. So, ja. Yes. Event speichern. Gut, ich glaube, ich hab's jetzt nicht. Also, ich hoffe es mal. Ich hoffe mal, ich hab jetzt nicht einen Loose bekommen, sondern einfach nur Saison fortsetzen. Ah nein. Ach so, ich bin jetzt in dieser Saison drin und dadurch kann ich jetzt nur die Sachen spielen. Okay. Wartet mal, dann muss ich doch mal gucken. Dann gehen wir doch einfach gleich mal. Ja. Aber die Ladezeiten, muss man sagen, sind eigentlich ganz, ganz angenehm. So. Ist natürlich jetzt auf dem PC immer noch eine andere Sache. Aber das ist doch schon ganz bequem. So, jetzt schauen wir mal. Kann ich vielleicht einfach irgendwie neu starten oder so? So, ja, genau. Und dann nehme ich doch jetzt einfach mal Touring, haben wir ja auch schon gesehen. Ich nehme einfach mal Street. Das klingt. Da du bei Straßenrennen auf öffentlichen Das nächste Placeholder-Video. Eingeschränkter Sicht, unterschiedlichen Straßenbreiten und wechselnden Fahrbahnbelägen konfrontiert wirst, solltest du dir jedes Überholmanöver vorher genau überlegen. Freu dich also auf rasante und intensive Action in getunten Serienmodellen wie Hot Hatches und Hypercars. Ja, Hot Hatches und Hypercars. Wem sagt das nicht? Auch hier Monster. Oh, also da haben sie schon ganz schön aufgefahren. Quasi da, jetzt können wir hier zum Beispiel entscheiden. Ah, das war zum Beispiel das. Oh, konnten wir das gerade auch? Ich hoffe nicht. Ja, welches Auto wir nehmen, das entscheidet sich dann. Also damit entscheidet sich auch quasi ein Event, ein Rennen. Hier haben wir zum Beispiel. Achso, nee. Ach, das sind einfach nur die Events. Alles klar. Ja, schauen wir uns doch das einfach mal an. Vertrag, Saison 1 für Events. Yes. Ja, dann kann man quasi einfach in jeder Saison eine andere Disziplin wählen und dann da spielen. San Francisco. Da bin ich ja auch gespannt drauf. Haben wir ja schon so einiges gesehen in vorherigen Videos, aber... Gucken wir mal.
Wir werden unser Bestes. Ja. Jetzt sagt er mir dann hier, den müsst ihr besiegen, den nicht. Rennen! Gut. So, das heißt hier direkt mal Push, Angriff, alles. Wie fahren wir denn jetzt eigentlich? Ich würde sagen, hier gucken wir uns auch nochmal die Cockpit-Perspektive an. Ah, auch cool, da freuen sich dann natürlich die Leute mit Lenkrad. Es gibt auch eine Kamera, wo ich quasi, oh, wo ich quasi das Lenkrad nicht sehe, wo ich dann quasi, wenn ich zu Hause jetzt ein Lenkrad vor den Fernseher stelle, das dann noch besser aussieht. So. Ja, mit Controller macht das jetzt auch keinen Unterschied. Ah, aua. Ey, das war ja wohl. Das spule ich jetzt mal zurück, das war nicht meine Schuld. Da lenke ich jetzt mal. Boah! So ein Arsch. Dann lassen wir ihn da mal durch. Überholen wir ihn dann einfach gleich wieder. Ja, auch ganz cool, man hört den Sound jetzt ziemlich dumpf. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fahrer gerade einen Helm auf hat oder ob das einfach das Chassis oder einfach das Auto sein soll, was jetzt hier so abdämpft. Ansonsten. Oh. Aber die Zuschauer sehen natürlich jetzt nicht so mega überwältigend aus. Aber auch da, bitte, bitte denkt dran, eine Preview-Version. Also. Boah. Das sind natürlich so eine Sachen, insbesondere Zuschauer. Sowas verändert sich ganz gerne noch. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Release. Also. Ah, komm schon. Komm schon. Oh Mann. Die machen es einem echt nicht leicht. So. Ja, also da sehen wir natürlich auch, dass diese ganze KI-Geschichte doch so ein bisschen Wahrheit in sich hat. So ganz einfach und nachgiebig sind sie nicht. Aua. Das war meine Lenkung. Deine Lenksäule ist leicht beschädigt. Ah, okay. Ja, hier, ich kann es dann immer durchsagen lassen. Ja, aber er sagt es nur einmal, danach gibt es dann nichts Neues mehr. Dein Teamkollege ist im hinteren Teil des Feldes und du liegst 5 Sekunden vor ihm. So, ja, ich kann einfach jetzt. Was kann er mir denn noch sagen? Du bist 2 Sekunden hinter dem Auto vor dir und du warst im letzten Sektor 1,5 Sekunden schneller. Dein Eventrivale fährt derzeit im Hauptfeld. Ja, und wo bin ich? Ich bin Platz 3. Ist das kein Hauptfeld oder was? Boah. So, wie. Mann. Ja, also so ganz einfach ist es nicht. Man muss schon viel. Man sieht natürlich jetzt leider, dass durch das Lenkrad nicht immer ganz gut, weil das Lenkrad so geblurrt ist. Ich muss schon sehr viel korrigieren nach links und rechts. Also, wenn ich jetzt halt doch ein bisschen. Ich fange schnell an zu rutschen, dann muss ich doch mal die Lenkung ein bisschen nachziehen, dass der Wagen mir nicht komplett wegbricht. Oh, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Schnellste Runde, gar kein Problem. Ja, und diesmal zieht der Wagen ein bisschen nach links. Das da vorne ist doch bestimmt ein und dasselbe Team, oder? Owen Cook und Logan Parker. Auch diese random amerikanischen Random-Namen. Komm schon. Was fahren wir hier überhaupt? Ford Focus, glaube ich, ne? Das ist doch eigentlich ein ganz anständiger Wagen. Warum kommt denn der nicht so ganz aus dem Quark? Komm schon. Keine Schadensmeldungen. Schade aber auch. So, den. Boah! Da zieht er aber auch voll in die Mitte. Jetzt überholt er uns links. Nee, das werden wir nicht zulassen. Auch dieses stumpfe. Was ich die ganze Zeit von den Rädern höre. Ist auch schon sehr gut. Nein, 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 nein! Wag es bloß nicht, mich rechts zu überholen. Boah, aber könnte das tatsächlich mein erster, zweiter Platz werden? Den ramme ich einfach von der Strecke. So wie man das macht. Komm schon! Letzte Runde. Greif nochmal nach der Führung. Yes, bin dabei! So, ein bisschen abbremsen. Und jetzt voll rein! Oh nein, er ist hinter uns! Boah, ey! Zack! Fährt er uns einfach ins Auto rein. Komm schon. Ja, doch, das sollten wir doch jetzt eigentlich sicher nach Hause bringen können, oder? Also, wenn wir jetzt nicht totalen Scheiß bauen! Oh Mann, ey. Ich krieg's aber auch jedes Mal hin, ey. So, fortsetzen. Ah. Ich glaube, die Kurve, die kann man gar nicht gut fahren. Ich glaube, da.
Ist unmöglich, die anständig zu fahren, ohne dass man zu viel verliert. Ja, ansonsten ist das auch eine Strecke, die jetzt halt schon so sehr stark an Grid 1 erinnert. So diese, oh, das war meine Windschutzscheibe und meine... Ha! Okay. Okay, also das ist jetzt, also bei allem Fanboy-Tum, aber das ist doch geil. Ich glaube, der Sound ist lauter geworden, weil die Scheibe jetzt kaputt ist. Also zumindest der Motorensound. Naja, mag auch dahingestellt, mag ich mir jetzt auch einbilden. Ne, aber das ist eine Strecke, die schon sehr stark an Grid 1 erinnert. So dieses Straßending, das, oh, der Wagen sieht aber, dass der überhaupt noch fährt, ist auch wohl ein Wunder. Ja, gar kein Problem für uns. So, aber ich werde jetzt mal schauen, dass wir vielleicht sogar schon vor dem zweiten Event uns die anderen Sachen anschauen. So, vor dem anderen Event uns die anderen Sachen anschauen. So, genau, so haben wir es. Bevor wir jetzt dann noch ein Event fahren, wir möchten ja hier auch möglichst viel zeigen. Oh, Hot Hatch. Moment. Nee, das war ja schon wahr, Hot Hatch. Danach würde zwar tendenziell ein anderer Wagen kommen, aber... Ach, das lassen wir jetzt einfach mal. So. Dumm. Dann nehmen wir aber mal wieder eine neue Saison. Und schauen mal, was wir dann nehmen. Ich habe ja schon Favorit. Ja. Zwar nehmen wir mal Tuner. Tuning-Wettbewerbe bieten mit klassischen Rennen, Zeitfahren und Drift-Events die größte Bandbreite an Stilen in einer Saison. In Zeitrennen geht es darum, nach einem fliegenden Start die schnellste Runde zu fahren. Entscheidend ist dabei, dass du anderen Fahrzeugen ausweichst und präzise fährst. Drift-Events werden im K.O.-Modus ausgefahren. Du musst auf der gesamten Strecke deinen Flow wahren, möglichst nah an die Kurvenmarkierungen heranfahren und deinen Drift in jeder Kurve optimieren. Also generell erinnert das Tuner-Zeichen sehr stark an das Twitch-Zeichen, also das Logo von Twitch. So, nur mal so nebenbei. Also die Farbgebung und alles. Ja, Vertragsdetails. Wir haben ja eh keine Wahl, oder? Okay, aber hier haben wir es jetzt tatsächlich, haben wir schon mehrere Sachen, das heißt, da können wir ruhig mal beide Sachen machen. Auf der linken haben wir, das glaube ich, einfach ein Zeitrennen und rechts ist dann quasi ein Driftrennen. Wollen wir natürlich auch alles zeigen. Das letzte ist dann, glaube ich, wieder ein Zeitrennen, das können wir uns dann, glaube ich, sparen. Modified, ja. Wir fahren einen Honda S2000, einen sehr schönen Wagen, den man vielleicht auch schon aus dem einen oder anderen Film kennt, in dem Fast Namen ist. So, was fahren wir denn? Ja, wir fahren jetzt im Razer-Team, glaube ich, ne? Oh ja, oh, wir sind mittendrin. Ich habe deinen Teamkollegen so gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Alles klar, wir heizen richtig rein. Okay, das ist übrigens... Oh, das ist übrigens der Red Bull Ring, also der frühere A1-Ring in Österreich. Eine Rennstrecke, die ja auch in der Formel 1 schon gefahren wurde. Und ich glaube... Grid Autosport wird das erste Spiel, was quasi released ist, was dann diesen neuen Ring wieder drin hat im Spiel, oder? Also F1 wird das natürlich auch drin haben, weil sie werden neu erfahren in diesem Jahr. Und ich glaube, Project Cars hat ihn auch, aber da ist natürlich jetzt immer die Frage, so, okay, wann kommt das wirklich, also, ne, wann Release-Datum ist da natürlich immer so eine schwierige Sache. So. Letzte Kurve. Ah, schön. Das sollte doch eigentlich wohl reichen, oder? Oder dürfen wir hier nicht doch Rückblenden überverwenden, oder? So, das reicht erstmal für den ersten. Ah, das war jetzt ein bisschen aggressiv. Aber zum Glück ist die Zeit nicht ungültig. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal über eine halbe Sekunde schneller. Obwohl ich das da, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen weggeworfen habe. Aber wie viel müssen wir denn fahren? Ach, wir müssen 5 Runden fahren. Ach, du heiliges Blech. Können wir jedes Mal schneller werden? Kriegen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Schauen wir mal. Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ah, da haben wir doch wieder ein bisschen verloren. Wie viele Abschnitte gibt es denn hier bitte?
Der sagt uns so richtig alle 10 Meter, wie viel schneller wir sind. Also schneller ist das auf jeden Fall. Wie viel? Schauen wir mal. Ich sag eine Sekunde. Achtung, kann sein, dass du überholen musst. Hä? Bin ich jetzt original gerade genauso schnell gefahren? Das ist nicht deren Ernst. Oh nö, und jetzt habe ich hier Autos. Autowagen. Hä? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Also lila heißt eigentlich immer absolute Bestzeit und grün heißt so viel wie persönliche Bestzeit. Aber da ist ja jemand echt nur ganz... Oh. Ach du, jetzt sehe ich es gerade erst. Da ist ja jemand wirklich ganz knapp hinter uns quasi. Boah, da müssen wir uns jetzt aber doch noch mal ein bisschen sputen. Guck mal, der ist nur, da sehen wir es, 0, 0 und dann quasi, also unter. Ah, okay, das soll doch jetzt mal reichen. Aber schade, dass man da jetzt nicht sieht, wie viel besser man war. Man hat sich wohl verbessert, aber... Ah, war jetzt wieder nicht so gut. Ah, 152 kann man das aber auf jeden Fall schaffen. Ah, also gerade jetzt merkt man schon, dass man hier... Da muss man schon so ein bisschen das Gefühl für haben. Auch gerade, weil der Wagen in den Kurven sehr stark rutscht. Da sollte man schon das eine oder andere Spiel gespielt haben. Um so ein bisschen das Gefühl für so einen Wagen einfach zu haben. So, komm schon. Oh, das war doch sehr gut. Das sollte doch mehr als ausreichen. Und dann legen wir danach noch einen nach. Und dann passt das. So, hier direkt mal. Nein! Oh, da sind sie aber auch sehr, sehr pingelig. Oh, viel zu quer. Aber schauen wir mal, vielleicht... Wir haben da jetzt tatsächlich nicht so viel Geschwindigkeit verloren. Yes, nochmal schneller. Oh, der arme Wagen. Die armen Reifen. Jetzt ist mir hier doch einer tatsächlich im Weg. Just big, Mann! Oh Gott. Den müssen wir anders überholen. Die gute Zeit lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So. Hupen! Hupen! Oh Gott. Da kommen wir, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob wir da sanft dran vorbeikommen. Ich versuche es jetzt mal links. Ja, das könnte besser klappen. Mal sehen. Ja, 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 ja. Das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch hier die Kurve. Die haben wir gerade sehr gut gekriegt. Ja, gar kein Problem. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Aber das hat uns Zeit gebracht. Komm schon. Schaffen wir es unter 50? Das wäre ja was. Ah, unter 50. Einwandfrei. Gar kein Problem. Da haben wir uns aber mal richtig ins Zeug geworfen jetzt. Obwohl ich muss sagen, die vorletzte Kurve, die war schon ein bisschen geschummelt. Cool. Ja, das hat doch auch mal. Auf jeden Fall. Was machen denn meine Teamkollegen immer? Ich muss hier immer alles alleine rausholen. Fahre schneller als... Ah, okay. So, danach driften wir. Und zwar mit dem Driftauto schlechthin, einem Mazda RX-7. Ja. Da sehen wir auch schon, die Strecke ist denkbar klein. Aber das kriegen wir, glaube ich, wohin. Obwohl ja auch Drift, also... Ich glaube, ich habe... Das erste, woran ich mich erinnern kann, ist halt Need for Speed Underground 1, wo es so richtige Punkt-Drift-Events gab. Aber schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Bis der Moment auf Platz 1 kein Placeholder-Video. Oh nein, Qualifying, das will ich doch gar nicht. So ein Kacktrick. So, aber da schalte ich doch mal wieder auf diese Perspektive. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay, wir sehen. Also ich merke auf jeden Fall schon, ich muss hier kaum was machen. Der Wagen hat ein richtiges Drift-Setup drin quasi. Ich muss hier wirklich nur Gas geben und der Wagen bricht schon aus. Oh, das ist natürlich... Ah, ja. Das ist natürlich schon eine Ecke schwieriger. Wir kriegen auch nur Punkte in den Kurven. Ach Gott. Das war alles nicht so gut.
Schauen wir mal. War es das schon? Ja. Ach, das war gar nicht gut. Ja, er macht das viel besser. Ja, zum Glück war das nur das Qualifying. So, jetzt aber. Jetzt wissen wir, worum wir uns einlassen. Also denkt dran, ich benutze hier gerade keine Handbremse, sondern wirklich nur Gas und Bremse. Ist natürlich jetzt für einen Anfänger ganz schön, aber mir kann man, also das heißt mir, aber da kann man den, da kann man noch mehr draus machen. Also klar, der Wagen ist halt so eingestellt und so weiter und so fort, aber das ist doch auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Also es ist ein sehr seltsames und komisches Gefühl, weil, naja, man muss keine Handbremse, man muss keine Bremse, man muss eigentlich nur richtig lenken und Gas geben, so. Und der Wagen macht schon eine ganze Menge von alleine. Ja, also da bin ich jetzt ganz ehrlich, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ja, puh. Oh, Viertelfinale. Sehr schön. Ein Rennen. Fahren wir jetzt auch noch ein Rennen gegeneinander? Ich hoffe nicht. Oh doch, tatsächlich. So, okay. Und er muss jetzt hinter mir herdriften, oder was? Okay. Na, das hat er dann schon wieder so ein... Das kannte ich jetzt so noch nicht. Also... Oh nein! Verdammt. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das noch reicht für uns. Wir sind auf jeden Fall um einiges schlechter als gerade. Nein, oh Mann. Oh, wie viel hat das noch gegeben? Puh, das war jetzt nicht so stark. Schauen wir mal. Hat das gereicht? Komm schon, hat das gereicht oder hat das nicht gereicht? Achso, das gibt mehrere Läufe. Ah, okay, jetzt fährt er quasi vor. Ja, ganz solide. Verdammt! Okay, man hat auch sowas, was ihr oben rechts jetzt gerade seht. Sowas wie Flow. Also wenn ich jetzt mehrere Sachen hintereinander gut mache, dann kriege ich wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr Flow, weil ich halt voll drin bin in der Zone. Aber das ist dann was anderes. Ja, war jetzt nicht so gut, aber... Da kriegen wir noch ein paar Bonuspunkte. Gewonnen! Sehr schön. Ja. Puh. Das war ein sehr starker Gegner, wenn ich gerade mal so die Ergebnisse vergleiche. Hat einfach mal doppelt so viele Punkte. Die anderen. Gut. Weiter. Ja, auch ganz nett, dass man das so mit K.O.-mäßig macht. Hat doch was. Aber das ziehen wir jetzt noch durch, oder? Wir wollen ja schon hier nochmal. Ich glaube, dann bleibt ja für uns auch nur noch die Endurance-Sache. Die wir uns dann angucken müssen. Oh, das war jetzt aber... Okay, da sind jetzt mal ganz... Da starten wir jetzt mal neu, oder? Also, das ging ja gerade mal gar nicht. Ja, machen wir besser. Kein Problem. So. Also ja, auch hier, ich wünschte, ihr könntet das gerade sehen, aber ich muss wirklich nur so ein bisschen links, rechts lenken und halt im richtigen Moment Gas geben. Pff, ist schon etwas langweilig. So, das war... jetzt tun wir uns aber nicht einfach mal so wegdrehen.
Ich hoffe, er kann mich jetzt nicht einfach überholen. Doch, kann er. Oh, komm schon. Ich weiß nicht, ob das Minuspunkte gibt. Boah, das war eigentlich ein ganz solider Lauf. Jetzt aber weiß ich natürlich wieder nicht, was er da auspackt. Vielleicht richten sich ja die Gegner auch so ein bisschen danach, wie man selbst fährt. Weil sonst wäre das Ergebnis gerade... wäre das ja doch ein bisschen unfair. So. Boah, da haben wir doch schon mal... aufpassen. Och Gott. Ja, war jetzt nicht so stark, ne? Ja, aber das ging doch noch, oder? Ja, gewonnen. 1,1. Jetzt bin ich jetzt mal echt gespannt. Wie viel hat er jetzt? Ja, dann richtet sich das schon stark danach, wie man quasi selbst fährt. Das würde ja sonst keinen Sinn machen. Zack, die Bohne. So, nicht an die Pylonen. Ja, jetzt langsam haben wir es ja auch raus, würde ich mal sagen. Ja, zack, vom Kurs abgekommen. Wow, und direkt mal einen Dreher wahrscheinlich. Oh. Ja, ich würde sagen... im Interesse der Zeit und meinem Stolz beenden wir das Ganze und schauen uns dann in den letzten Minuten auf jeden Fall nochmal die Ausdauergeschichte an. Oh, nö. Nein. Optionen? Nein. Ach, jetzt muss ich... ja. Das war nichts für dich. Mal sehen, ob du auf der Verfolgerposition... So. Beenden. Beenden. Ja. Noch ein bisschen mehr Training und du kriegst das hin. Ja, jetzt haben wir es tatsächlich verloren, oder was? Lächerlich. Ich hätte gewonnen! So. Das nächste Event wollen wir natürlich nicht haben. Ja. Oh, womit fahren wir denn da? Wieder mit einem S2000 wahrscheinlich, oder? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Dubdidu, überspringen. Ja. Können wir hier schon direkt... ja, Event verlassen. Thank you. Und dann die letzte Sache. Endurance. Da bin ich jetzt auch gespannt. Was meinen Sie jetzt wohl mit Ausdauer? Also, wenn es jetzt so 5 Runden oder 10 Runden sind, dann sage ich mir auch, ja, Leute, das kann man auch, ne? Also, ich würde, da kann man ruhig mal so ein... Nichts ist anspruchsvoller und fordernder als Langstreckenrennen. Du brauchst deine ganze Konzentration, um mit den nächtlichen Bedingungen zurechtzukommen und eine perfekte Strategie, um alles aus deinen Reifen herauszuholen. Andernfalls werden selbst grundlegende Fahrmanöver Probleme bereiten. Nach dem fliegenden Start musst du entscheiden, wie du mit deinen Reifen umgehst. Bremsmanöver, das Verlassen der Strecke und blockierende Räder nutzen deine Reifen ab. Wer seine Reifen schont, kommt schneller ins Ziel. Wann du wie viel Druck machst, liegt ganz bei dir. Ja, wie wir jetzt hier schon sehen, da will ich gleich mal eine Kleinigkeit zu sagen. Genau. Ja, hier versuchen sie einem so ein bisschen das beizubringen, was ja quasi auch in Formel 1 gang und gäbe ist, nämlich auf seine Reifen aufpassen. Das heißt so viel wie, rutsche ich halt nur wie gerade mit dem S2000 am Anfang durch die Gegend, dann machen meine Reifen das nur wenige Runden lang mit und... indem wir jetzt hier halt... achso, das ist einfach jetzt auf Zeit. Okay, wir fahren jetzt 8 Minuten. Ich guck mal auf die Uhr. Das könnte ja eigentlich ganz gut passen. So. Ja, ja, alles klar. Fliegender Start, auch typisch. Ah. So, jetzt unten rechts seht ihr, wie gut sind denn die Reifen noch so erhalten. Alle sind noch bei 100. Aber wir sollten ja eigentlich jetzt hier auch Yas Marina, das kennen wir ja,
schon. Ist natürlich jetzt immer so eine Mischung, so wie fahre ich jetzt, wie greife ich jetzt an, bremse ich halt mich voll rein, dann, also, ich mache das jetzt mal vor. Zum Beispiel sowas hier. Das geht natürlich schon, sollte zumindest etwas stärker auf die Bremsen gehen, aber wir haben natürlich auch das ABS an, was uns, ich sag einmal, ein bisschen hilft. So. Ich hab deinen Teamkollegen gebeten, ja, ein paar Plätze gut zu machen. Der soll mal ein bisschen reinhauen da vorne. Oh, das gibt Strafe. Nicht. Nice. Ja, also dieses Bremsen, das ist natürlich etwas, das killt die Reifen aufs Härteste. Also, aber weil wir halt ABS anhaben, blockieren die Reifen nicht so schnell. Oh. Und, ja, toll. Und da kriegen wir noch eine Strafe für. Ja, ja, ja. Ah, komm schon. Ey, der ist auch ein harten Hund hier. Komm schon! Wo bleibt denn die Power? Also das ist zum Beispiel auch ein Modus, den man, ich sag jetzt mal, wo ich dringend empfehlen würde, halt die Schwierigkeitsstufe oder auch einige Five nochmal auszumachen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall hilft. Ich sag auch mal, Leuten einfach so ein bisschen dem Rennspielgenre noch ein bisschen näher zu kommen, einfach diesem... Naja, diesem Racing-Gedanken wird ja hier eigentlich ganz gut zugespielt. Moment. Boah, so hinten haben wir jetzt nur noch 88. Und wir haben... Wie viel Zeit haben wir denn? Noch 6 Minuten. Ja, das wird auf jeden Fall knapp, sag ich mal so. Boah. Das war natürlich jetzt nicht so gut, aber... Da hatten wir schon mal so... Da haben wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mehr von dem Schadensystem gesehen. Ey, so langsam gehen mir die Blenden aus. Ha, hat er fast Ufer gebaut. So, wie viele Blenden haben wir noch? 2. Das heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen Safety-Modus an hier. Und lassen uns für den letzten Gegner mal ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen. Die werden wir nämlich tendenziell brauchen, die beiden Rückblenden, für eventuelle Strafen oder wenn wir wieder irgendwelche Kurven zu knapp fahren. So, wie viel haben wir? 8. Also jetzt wird es langsam wirklich ein bisschen... Oh, das war natürlich jetzt auch gar nicht gut. So. Nein! Oh Mann! Ich weiß nicht mal, was es für eine Strafe gibt. Ich glaube einfach mal eine Zeitstrafe oder so, aber... So, jetzt haben wir noch eine. Ich würde sagen, die müssen wir uns wirklich mal aufbewahren jetzt. Weil er da vorne richtig am Räubern ist. Und ich nicht weiß... Ah, doch, oder? Hier. Schön. Besser rausbeschleunigt. Holen uns ein bisschen Windschatten. Ah, so wirklich näher ran kommen wir nicht. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Piano machen. So, jetzt haben wir aber wirklich besser beschleunigt. Und er zieht einfach weg. Na. Dann gibt's hier jetzt... Aua! Gut. Gut, 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 dass wir die nur auf Mittel gestellt haben, sonst eine schwere KI hätte mich jetzt bestimmt überholt. Oha, also jetzt sind wir schon... Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall zeitlich bei der Hälfte, aber die Reifen sind eigentlich noch deutlich da, sind noch ganz im grünen Bereich. Die Frage ist natürlich jetzt auch, das weiß ich natürlich jetzt nicht, oder ich spüre es noch nicht so ganz, haben die Reifen jetzt schon Abnutzung? So. Ja, das wird man dann tendenziell gleich mal spüren, so bei, sag mal, unter 50% oder unter 50. Da jetzt auch die Frage, warum ist jetzt hinten deutlich höhere Abnutzung? Wegen der Beschleunigung, ganz einfach. Das Ding ist ein Heckantrieb und jedes Mal, wenn ich aus einer Kurve komme und ich halt voll aufs Gas gehe, dann drehen natürlich die Hinterreifen immer ein bisschen durch. Nein! Ey, Mann! Wo bin ich denn da jetzt? Aber so richtig mit einem halben Reifen, ne? Boah, boah, da quält sich... Da quält sich die Bremse aber deutlich. So, jetzt sind wir unter der Hälfte. Ja, also, das ist schon ganz gut. Obwohl wir wirklich einen, ich sage jetzt mal, doch sehr aggressiven Fahrstil an den Tag legen. Oh. Ist das eigentlich ganz in Ordnung? So.
Noch hier ein bisschen rutschen. Da ein bisschen rutschen. Boah, kein Problem. Was? Wo? Warum bin ich hinter jemanden? Ey, mein Teamkollege ist echt die größte Nulpe, die es gibt. Oh, da hatten wir mal einen kleinen Ruckler. So. Oh, aufpassen! Oh nein, 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 oh, das war ganz knapp. Oh. Ja, jetzt mal so mein, ich sag jetzt mal, wo wir uns doch schon dem Ende nähern. Mein Fazit auch so zur Grafik finde ich jetzt solide. Also, ich habe gerade auf jeden Fall nochmal die Videoeinstellungen überprüft, dass... Oh nein, 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 oh. Bei mir steht auf jeden Fall alles auf hoch, alles was man hochstellen kann, ist auf hoch. Ich glaube, eine einzige Sache ist hier aus. Das ist, glaube ich, das vertikale Sync, wie es sich so schön nennt. Ich glaube, das habe ich aus, warum auch immer. Ansonsten ist es eigentlich alles auf Maximum und dafür sieht es, ja, wie schon gesagt, solide aus. Also das ist jetzt kein absoluter Brecher. Interessant wäre natürlich jetzt auch die Frage, wie sieht das Ganze auf den Konsolen aus? So, weil ich mir eigentlich schon gut vorstellen kann, dass das hier eine Xbox oder eine PlayStation 3 ohne Probleme hinbekommen sollten. Und da kommen die Leute von hinten, verdammt! Boah, jetzt merke ich, jetzt merke ich schon, dass die Reifen mich langsam verlassen. Also natürlich kriegt eine Konsole so eine Kantenglättung nicht hin. Und wir würden insbesondere eine deutlich stärkere, ja, so Treppenbildung haben, was wir auch hier schon stellenweise haben. Aber das würde, glaube ich, auf der Konsole noch schlimmer sein. Zumindest auf den alten Konsolen. So, jetzt hier nochmal aufpassen. Wir haben keine Blende mehr. Komm, wir werfen das jetzt nicht weg. Oh Mann. Ich glaube, wir werfen es echt weg. Der ist richtig heiß auf unserem Platz. Oh, ein bisschen vorsichtiger bremsen. Oh, jetzt. Oh, also ich muss schon sagen, jetzt wo die Reifen so knapp unter der Hälfte sind, sind sie schon sehr schlecht fahrbar. Vor allem so beim Beschleunigen merkt man es, aber wir haben noch so ungefähr eine halbe Runde, glaube ich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, jetzt haben wir... Ja, das macht einfach gar keinen Druck! So einfach mal 30 Sekunden einblenden, ey. Witzbolde, oh Gott. Und jetzt ist es natürlich umso schwieriger, auf der Strecke zu bleiben. Ohne Räder quasi. Aber das sollte doch langen, oder? Das langt lange. Ha, ich lass mal rollen. So, erster. 20 Kilometer haben wir geschafft. Gut, das haben wir. 20 Kilometer? Boah. Das ist ganz anständig. So, jetzt ist natürlich die Frage, haben wir noch irgendwas offen? Kommt jetzt noch irgendeine andere Disziplin, oder? Weil sonst würde ich nochmal im Hauptmenü ein bisschen rumwuseln. Ne, ich glaube, das ist einfach jetzt Gruppe 2 von dem Spaß. Yes, yes, yes. Nö, das ist einfach nur nochmal ein Rennen. Ja. Da kann ich doch hier nochmal ganz kurz, also hier haben wir jetzt zum Beispiel Qualifying können wir machen, Training, Fahrzeugtuning. Achso, ja, da können, ja, gesperrt, achso, alles gesperrt hier, oder? Ja, alles gesperrt. Upgrades, keine verfügbar, Zwischenstand, klar, Eventregeln, Teamziele, Schwierigkeit, Optionen, dann machen wir speichern und beenden. Und dann gucken wir mal, ob es im Hauptmenü noch eine Kleinigkeit gibt, bevor wir dieses Video endgültig beenden. Ja, hier haben wir natürlich online. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt schon geht. Tendenziell dann auch nur mit den Leuten, die auch schon, ich sag jetzt mal, die Preview-Version haben. Ist individueller Cup natürlich. Da kann ich jetzt, was kann ich denn da auswählen? Da kann ich jetzt auswählen.
Ja gut, da kann ich jetzt genau die Sachen auswählen, die wir schon hatten. Hier Open Wheel, Tuner und bei manchen kann ich dann jetzt hier noch ein, zwei andere Sachen auswählen. Prinzipiell also alles, was wir gerade schon einmal gesehen haben. Alles, was in der Preview-Version vorhanden ist. Also, KI-Fahrer, Event-Details, genau. Dann haben wir die Optionen, Statistik, ja, kennen wir auch alles. Schwierigkeit, Rechtshinweise, Erfolge. Ja, hier noch eine schöne Sache, Splitscreen natürlich, die insbesondere so auf den Konsolen bestimmt bei manchen Leuten sehr gut ankommt. Und den altbekannten und gehassten und geliebten DLC Store. Ja, puh, was da kommen wird, das ist wahrscheinlich abzusehen in Form von Autos und Strecken. Ansonsten würde ich sagen, sind wir zumindest mit der Karriere der Preview-Version heute durch. Und ich finde es ganz gut. Also macht auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck. Die fünf unterschiedlichen Sachen spielen sich wirklich deutlich unterschiedlich. Also das muss man schon sagen. Insbesondere so jetzt Endurance und ich sag jetzt mal die Tuner-Geschichte. Das ist schon, das fühlt sich schon deutlich anders an. Mir gefallen die Open-Wheel-Sachen natürlich extrem und die Tourenwagen auch. Andererseits kann man aber auch sagen, nur fünf verschiedene Disziplinen ist. Ja, ist das jetzt zu viel? Ist das jetzt zu wenig? Oder ist das schon viel, wo andere Spiele so wie Formel 1 jetzt nur Formel 1 bieten? Ich glaube, das ist wirklich abhängig davon, wie motivierend sind die Sachen und wie lange kann ich solche Saisons spielen. Und am Anfang haben wir ja gesehen, wir waren einmal in der Saison 25 und dann sind immer diese Legends-Sachen freigeschaltet. Wie die aussehen, wissen wir natürlich nicht. Ansonsten ist mein Eindruck auf jeden Fall positiv. Interessant wäre, wie gesagt, noch einmal die Sache, wie es auf den Konsolen aussieht. Also wirklich aussieht. Und dann würde ich einfach sagen, so ganz frech wie ich bin nach einer Stunde, war es das für heute. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Schaut doch in die anderen ersten Stunden rein. Und dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht nochmal in einem kleineren Video dann die finale Version anschauen. Aber ansonsten denke ich mal, dass man hier schon einen ganz guten Eindruck bekommen hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs alles Mögliche. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, dann hören wir uns im nächsten Video. Macht's gut!